Buongiorno, meine kleinen Makaroni, zu einem neuen Part von Pokémon Alpha Saphir. Wie versprochen, am helllichten Tage. Die Nacht ist vorbei, der Tag bricht an und wir müssen noch gucken, dass wir hier weiter durchkommen. Ein bisschen noch hier alles abkrabbeln. 4 Sinebären, sehr schön. Habe ich ein bisschen was für die nächsten Kämpfe. Ich glaube, das Gerippe da unten rechts möchte gleich mit uns kämpfen. Nö, 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 nö. Mal das hier noch. Meins. Jo, ich danke dir. Guck ich mal kurz hier. Super Training, mache ich mal an. Ich habe das gerne offen. Einfach nur, weil... Keine Ahnung, warum. Jetzt können wir auch mal gucken, was unsere Viecher hier so schon an Verteilung haben. Aha, 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 aha. Sehr interessant. Du möchtest nicht kämpfen? Okay. Siehst du Beeren, die im Lehmboden wachsen, kannst du sie ruhig pflücken, aber pflanze dafür immer an derselben Stelle eine neue Beere an. Das gehört sich einfach. Hier, das ist für dich. Eine Maronbeere, ich freue mich. Du siehst nicht nur aus wie ein Trainer, du bist auch einer. Stimmt's? Trainer geben ihren Pokémon manchmal Beeren zum Tragen. Es liegt an dir, ob du Beeren anpflanzt oder sie gleich verwendest. Ich verwende sie. Scheiß auf die anderen! Du willst kämpfen, sehr schön. Das habe ich nicht vorgelesen, ne? Das X-Syndrom, nein! Eine Herausforderung von Angler Angelo. Los, Jacqueline! Da schaffst du locker! Es ist ein Kapodo! Kapodo! Oh nein, es platscht umher, bitte triff es! Wow, glorios. Dieser unglaubliche Schaden. Wieso? Ja, schon besser. Gift macht bestimmt mehr Schaden, als ich durch Angriffe... Nö, genauso viel. Was macht denn der gute alte Decke? Müsste, glaube ich, mehr Schaden machen, ne? Oh, es platscht immer noch wild um sich. Ah, oh, diese Spannung. Ui. Okay, ich hätte sofort tackeln sollen. Scheiß auf Gift, das hätte mir sofort mehr gebracht. Aber egal. Oh nein, dieser Platscher. Boah, wir haben es geschafft. Ich bin so glücklich, dass wir es geschafft haben, das glaubst du nicht. 60 Erfahrungspunkte für ein Karpador. Und Jacqueline erreicht Level 10. Oh, wie schön. Der Rest kriegt auch was. Genau, ich muss auch den EP-Teiler ausmachen. Der soll nämlich nicht die ganze Zeit durchlaufen. Ich habe mir so in den letzten Tagen zwischen diesem Part und dem letzten Part aus der letzten Aufnahmesession mir so meine Gedanken gemacht, soll ich den durchgehend laufen lassen oder nicht, weil wenn man das so mit Pokémon X vergleicht, das Let's Play von damals, da war ich ja doch schon ein bisschen übermächtig und das möchte ich nicht wirklich jetzt nochmal machen. Deswegen werde ich den gleich ausmachen. Ich werde mich dazu zwingen. Ein Volltreffer. Ja, yeah, den haben wir auch gebraucht. Sonst hätte das Kapodor nie kaputt gekriegt, weil es platscht wild um sich. Janima, Level 10. Und er lernt bis endlich eine neue Attacke. Angelo. Oh nein, noch ein Kapodor. Oh, das wird hart. Boah. Nee, Alter. Oh, das ist so hart. Das gibt mir auf den Zeiger, dass das viel so schnell ist. Aber mit Fadenschuss. Komm. Es lohnt sich nicht. Platsch, 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 platsch. Auf jeden Fall, um dieses übermächtige X-Syndrom zu bekämpfen, werde ich den EP-Teil gleich ausmachen, damit wir hier einzeln trainieren müssen. Und somit dann auch ein bisschen unterlevelt in die Liga kommen und so weiter, die Arena-Leiter auch, damit wir ein bisschen Spannung aufbauen. Wobei dieser Carpador-Kampf hier schon spannend genug war. Marvin kriegt, Traster kriegt auch. Du besiegst! Yay. Yes! Jacqueline entwickelt sich erneut. Wie im letzten oder da vor dem Part. Ich finde es auch schön, dass hier die Entwicklung einigermaßen schneller vorangeht. Also schnell vollzogen wird. Papinella! Ich meine, Papinella! Jacqueline, wunderschön. Windstoß, ja, bitte erlerne Windstoß und vergesse diesen unglaublich bewichsten Tackle. Scheiß auf, Tackle, wir haben Windstoß. Papinella.
Der, wie ich finde, schönste Schmetterling von allen Schmetterlings-Pokémon. So, dann hätten wir den Blödmann kalt gemacht. Metarossity. Einfach mal ganz schnell und... Oh, toll, wir haben X-Müll gefunden. Da bin ich ja... Boah, das ist fun-fucking-tastisch. Ich bin begeistert. Ich freue mich. Da möchte ich mich doch glatt im Kreis drehen vor Freude. Und durch die Pfütze laufen. Yeah! Yeah! Das ist ein bisschen schlecht. Jo. Metarossity again. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, sieh mal einer, guck. Du hast es also auch bis Metarossity geschafft? Janine. Ach, sie nennen noch nicht darum meinen Namen. Ich weiß, wie ich heiße. Was für eine riesige Stadt. Dagegen stinkt Wurzelheim echt ab. Ja, Wurzelheim, es ist halt die Wurzel aller Städte. Schon gewusst, hier gibt es eine Pokémon-Arena. Nein! Oh! Hammer! Die steht natürlich ganz oben auf meiner Liste. Aber zuerst fange ich mir noch ein paar Pokémon. Bis später! Ziehleine. Du kannst ihm... Guck nicht hinterher, Janine. Janine? Guck ihm nicht hinterher, Janine. Du guckst mich dann das Haus an, Janine. Hast du das verstanden, Janine? 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 Der alte Seefahrer, Mr. Brackfrack. Oder Frackbrack, je nachdem, wie man es sehen möchte. Wir quatschen die mal ganz schnell an. Nein, 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 ich wollte dich nur einmal anquatschen. Du gibst mir auch beim zweiten Mal nichts, oder vielleicht beim dritten Mal. Wir werden es nie erfahren. Oh, jeder Tag wird es schwerer. Bla, 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 bla. Mahlzeit, ja, ganz genau. Mahlzeit, was gibt's denn zu essen? Mülleimer? Schade. So, runter geht's. Mann, geh mal aus dem Weg, Alter. Beim dritten Mal? Auch nicht, schade. Hier ist kein Mülleimer. Dann gehen wir weiter die Stadt erkunden und die Leute durchseppen. Nachdem wir unseren X-Müll verkauft haben. Und ja, ich habe es eben gesagt und vergessen, aber ich denke gerade wieder dran. EP-Teiler aus. Wurde ausgeschaltet. Sehr schön. Na du? Hallo Trainer, hast du gut Zeit? Falls du Pokémon fangen willst, aber die Attacken deines Pokémon so stark sind, dass du sie immer gleich besiegst, dann ist das hier die perfekte Lösung des Problems. Trugschlag! Ich hab's mir schon gedacht. Cool. So oft du die Attacke Trugschlag auch anwendest, der Gegner wird geschädigt, aber niemals kampfunfähig. Ich verteile die dir gerade im Rahmen einer befristeten Kampagne. Sie kostet dich also nichts. Cool. Ist er... Mein Pokémon hat sich entwickelt und hat jetzt viel mehr KP. Deswegen sollte ich jetzt statt Tränken vielleicht lieber Supertränke kaufen. Oder die Fresse halten. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. So, jetzt können wir den Müll verkaufen. Kriegt man die TM immer umsonst oder ist das nur so reines Luck? Ich habe nämlich keine Ahnung. Die Beere verkaufe ich nicht. Widerhall, kein Widerhall! Da haben wir Müll. Ah, Müll ist so viel wert, das ist toll. Oh, der ist sogar noch mehr wert. Boah, Hammer. Meter groß Need. Pokébälle. Bla 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 bla. Ich möchte was kaufen. Pokéball, Trank gegen Gift. Da oben steht's ja, ich habe ein Syndrom, das ich befriedigen muss. Jetzt sind es wieder 10 Stück. Nicht Syndrom, wie habe ich das denn sonst mal genannt? Syndrom nicht, das habe ich sonst immer. Tick? Keine Ahnung, ich muss mal, ich weiß es nicht, ich habe es vergessen. Der Pokémon-Erfahrung im Kampf damit kann es vorkommen, dass es irgendwann... sein Aussehen verändert. Ein Pokémon verändert Aussehen? Wenn das so plötzlich passieren würde, würde ich mich zu Tode erschrecken. Bip, dann erschreck dich mal zu Tode, aber belästige mich nicht damit. Na du? Bla bla bla. Mich interessiert eigentlich überhaupt nicht, was sie zu quatschen haben. Ich klatsche sie ja nur an wegen möglichen Geschenken, weil ich lasse mich sehr gerne beschenken, nicht nur zu Weihnachten oder zu Geburtstag oder an... allen anderen 363 Tagen im Jahr. Mein Papa ist tot. Aha, das ist dein Onkel, oder wie? So. War ich hier jetzt schon drin? Ich weiß es gar nicht. Nein, war ich noch nicht. Ich würde mich an das Knilz erinnern. Knackeka! Was, Knake? Gemein. Ich verstehe das nicht. Also, wie kommt man darauf, einem Knilz einen Spitznamen wie... Pikachu zu geben.
Aber naja, Geschmäcker sind halt verschieden. Am Ende zählt doch nur, ob man selbst mit seiner Namenswahl zufrieden ist. Bist du der Namensbewerter? Wenn ein Pokémon schon einen Spitznamen gibt, dann muss er auch perfekt zu ihm passen. Da ist dann Originalität gefragt. Darum auch Pikachu. Bestimmt, weil du niemals einen Pikachu besessen hast, ne? Der Fall einmal ist leer. Das ist doof. Warum habt ihr keinen Müll? Andere haben auch Müll. Nennt sich X-Abwehr, Angriff und so weiter. Unfassbar, einfach unfassbar. Die Pokémon-Trainerschule. Oh nein. Da will ich aus Protest nicht reingehen. Ich hasse Schule. Bevor das lieber zur Schule muss. Blablabla. Blablabla. Was hast du ihm gesagt? Irgendwas? Also ja. Schade. Warum habt ihr nichts im Müll? Meisterbälle, Nuggets, Riesennuggets, tote Tiere. Das sieht doch sehr verdächtig aus, so ein Stück Dreck. Aber hier ist nichts versteckt im Dreck. Die Trainerschule machen wir mal einen großen Bogen drum. Was haben wir denn hier? Haus des... Der Schneider. Dieser entschlossene Blick. Diese geschmeidigen Bewegungen in der Hüfte. Dieses gut trainierte Pokémon-Team. Du bist ganz klar ein talentierter Trainer. Nein, warte, sag jetzt nichts! Ich brauche dich nur anzusehen und kriege eine Latte. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen kannst. Kein Grund, bescheiden zu sein. Hier, nimm ihn in die Hand. Zerschneider! Woohoo! Ein Pokémon, das die Attacke Zerschneider lernt hat, kann damit Dornbüsche zerschneiden. Vorausgesetzt, sein Trainer besitzt bereits den Steinohren. Formattacken können außerdem auch außerhalb eines Kampfes eingesetzt werden. Genau wie mein... Nein, ich will nicht zweimal mit dir quatschen. Aber den Mülleimer. Nein, schade. Hat er mich gerade angebaggert? Sexuell belästigt? Altes Schwein, ey. Zeig dich an! Aber danke für das Kompliment. Zerschneider. Wow. Nur Marvin? Ernsthaft? Das war jetzt doof. Jo. Ach ja, stimmt. Du hattest ja die unglaubliche Offensive. Boah. Weg damit. Niemand braucht Scham. Ich habe genug Scham für den Rest der Welt. Oh Mann. So, erstmal hier rein. Heile meine Pokémon. Du kriegst auch garantiert nichts dafür. Dankeschön. Blüpp, 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 blüpp. Na, na, na. Sehr schön. Dankeschön. Und tschüss. Was haben wir eigentlich? Ich habe doch irgendwas auf die Box geschickt. Kann das sein? Ah ja, genau. Siesta Mexicana. Nö, du kommst nicht mit ins Team. Du machst erst mal Siesta auf der Box, ne? Machst deinem Namen alle Ehre. Bin ich sehr stolz auf dich. Du machst das schon. Oh, hat man dir schon mal gesagt, dass du eine Ausstrahlung wie eine Träumerin hast? Nein? Oh, verstehe. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Aroma-Lady, weiblicher Ast-Trainer, Lady, halbstarke Schulkind, Pokéfan, Expertin, Kämpferin, Hexe. Schönheit. Oh, ich bin eine Schönheit. Schönheit. Picknickerin, Pokémon-Züchterin. Göre, eine Züchterin bin ich in Pokémon Y. Ja, in Y war ich da auch den weiblichen Trainer genommen habe. Göre, Träumerin, weiblicher Pokémon Ranger, abbrechen. Ich würde mich als abbrechen bezeichnen. Nein. Warum? Weibstrainer, Lady. Oh, ich bin keine Lady. Ich prügel mich zu gerne. Halbstark bin ich nicht. Ich bin super stark. Schulkind, Pokémon-Expertin. Expertin bin ich nicht. Ich bin eher so Durchschnitt. Kämpferin. Ich bin eine Kämpferin. Ich bin schon fast dazu verneigt, Schönheit zu nehmen. Aber ich bin eine Kämpferin. Ach, eine Kämpferin, also jetzt, wo du es sagst. Stimmt! Aha, also der richtet sich immer nach dem, was ich ihm sage. Okay. Mein Pokémon hat ein naives Wesen und das meines Freundes ein fröhliches. Blablabla. Es fasziniert mich überhaupt nicht, dass du mir das erzählst. Ich darf nicht so von Platz zu Platz huisten. Ist aber schade. Hallo. Und sagst du mir irgendwas oder schenkst du mir irgendwas? Nein, schade. Dann mag ich dich nicht. Ich mag nur Leute, die mich beschenken. Schenk mir was! Ich hasse dich. Hi.
Oh, wen haben wir denn hier? Ein neues Gesicht in dieser Gegend. Oh, bist du gerade in die Trainerschule aus... Nein, ich gehe nicht zur Schule, ich brauche keine Schule. Ich bin gut, so wie ich bin. Blablabla. Devon Corporation. Kein Mülleimer. Gehen wir mal nach oben. Hallo. Mein Vater hat eine hohe Stellung bei Devon. Er ist sozusagen ein Ass-Angestellter. Und deswegen bin ich natürlich ein Ass-Trainer. Ich schenke dir etwas, was so starke Trainer wie ich benutzen. Ein Leichtstein. Leichtstein! Wenn du einem Pokémon den Leichtstein suchst, dann halbiert sich sein Gewicht. Naja, vermutlich wirst du noch einiges brauchen, bis du ihn richtig einsetzen kannst. Du kannst mich mal kreuzweise. Obwohl du das, glaube ich, gerne machen willst, also kannst du mich mal gar nicht. Vor langer, langer Zeit war Devon eine kleine, überschaubare Firma. Jetzt ist es ein Riesenkomplex, der sich von Team Aqua ausrauben lässt. Endlich schenkt mir mal einer was. Danke, dafür kriegst du einen Tritt. In die Klettern! So, gehen wir weiter hier rauf. Halt, nein. Schenkst du mir auch was? Ja. Der Präsident der Devon. Okay. Seltene Steine, alles klar. Möchte vielleicht ein Leichtstein. Leichtstein, Kleinstein, Schwerstein, Zweistein, Einstein, Dreistein, Vierstein, Fünfstein. Eckstein, alles muss versteckt sein. Habe ich das schon angequatscht? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich habe so ein Kribbeln in der Nase. Huch. Ah, Mann. Gesundheit. Danke. Devon Corporation. Oder Kopulation, ich weiß nicht. Die Devon Corporation. Wir nennen sie einfach Devon. Diese Firma stellt viele praktische Dinge her. Wie praktisch? Hast du schon die Arenaleiterin herausgefordert? Wenn man den glänzenden Arena-Orden in der Hand hält, wird einem bewusst, was es heißt, ein Trainer zu sein. Es heißt, Macht zu haben und alles zu unterjochen. Irgendwie so. An verschiedenen Orten, bla bla bla. Na, schenkst du mir auch was? Ich habe keinen Bummels. Tut mir leid, Marco Hita möchte ich aber auch nicht haben. Wir kommen nicht ins Geschäft. Wenn du einen Bummels für einen, keine Ahnung, Jurum tauschen möchtest, da wäre ich einverstanden. Hallo. Oh, guten Tag. Du bist eine neue Herausforderung, stimmt's? Ich bin die Arenaleiterin von Metaross City. Mein Name ist Philatio. Ich bin Arenaleiterin geworden, um das Wissen, das ich mir in der Trainerschule angeeignet habe, in der Praxis anwenden zu können. Wenn du mich in einem Pokémon-Kampf besiegst, übergebe ich dir einen Orden als Beweis deiner Stärke. Also fordere mich heraus. Ich freue mich schon auf unseren Kampf. Bis dahin. Tüdelü. Na du, irgendwelche klugen Sprüche? Bla 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 bla. Hals- und Beinbruch, ja, den kannst du gerne haben. Wollen wir nochmal kurz gucken, bevor wir den Part beenden und dann hier durchrocken. Tanil. Mal gucken, was Tanil sich so reißen kann. Würde ich mal sagen, das war's für heute. Morgen im nächsten Part werden wir die Arena rocken, sofern wir nicht kaputt gebrochen werden. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Schlechtes Wortspiel, ich weiß. Das sind ja auch meine Wortspiele, ne? Warte mal, hier. Oh, da kann man nicht reingucken. Schade, das ist... Die Karte sieht cool aus. Und da sieht man den Turm, den Himmelsturm. Von Rayquaza. So, aber jetzt in dem Sinne, Arrivederci, meine kleine Makronis. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir die Arena hier schleifsteinen. In dem Sinne, Arrivederci erneut und bis morgen, ne? Halt zum zigtausendsten Mal. Tschüss.